Bald gehen die geburtenstarken Jahrgänge in die Rente. Immer weniger Junge müssen dann das Umlagesystem tragen. Es droht zu wanken. Ich bin mit 3 Abiturienten verabredet. Richard, Julian und Finn besuchten Leistungskurse in Politik und Wirtschaft. Sie wissen, dass es ihre Generation bei der Rente doppelt hart treffen wird. Noch bevor sie ins Leben starten, sind sie Verlierer des Systems. Das treibt sie um und dass die meisten anderen jungen Menschen dies nicht wissen. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn man das flächendeckend in Schulen vermitteln würde und erklären würde, das ist das System und das ist so eine Alterspyramide in der Gesellschaft, 90% oder 95% der Schülerinnen und Schüler sagen würden, das geht doch nicht, da müssen wir was ändern. Das Problem, die wenigen von ihnen müssen in Zukunft immer mehr Renten finanzieren, der demografische Wandel. Trugen 2005 3 Beitragszahler einen Rentner, mussten letztes Jahr 2 Beitragszahler dasselbe leisten. 2050 werden es wohl nur noch 1,2 sein, die für einen Rentner aufkommen. Eine Folge, die Beitragssätze müssten steigen. Der Generationenvertrag könnte dann wackeln. Nicht nur müssen wir uns irgendwie um den Planet, sage ich mal, kümmern, nicht nur müssen wir ausbaden, was ihr hier gemacht habt, wie ihr unsere fossilen Rohstoffe hier verbrannt habt, sondern wir müssen uns jetzt auch noch mit einem System, was einfach nicht für eine lange Zeit geschaffen ist, rumschlagen. Julian, Richard und Finn werde ich später an einem ungewöhnlichen Ort wieder treffen. Ich frage mich, wie viel werden die Jungen zusätzlich in die Rentenkasse einzahlen müssen? In Bochum an der Ruhr-Universität treffe ich einen, der dies ausgerechnet hat. Professor Martin Werding gehört zu den führenden Forschern auf seinem Gebiet. Es ist eine erschreckende Differenz. Also wir haben berechnet, wie viel mehr die eigentlich zahlen bei den höheren Beitragssätzen jetzt über die nächsten 20, 30 Jahre. Und da kommen 6-stellige Beträge raus, 150.000 Euro. Je nachdem, welche Generation sie nehmen. Junge Leute sind da wirklich in der Zwickmühle. Sie müssen im Grunde, wenn das geltende Recht gültig bleibt, für die relativ hohen Renten der älteren Generation aufkommen und ergänzend sparen. Problematisch zudem, die Politik schuf in den letzten Jahrzehnten Zusatzleistungen, um Altersarmut zu dämpfen, aber auch als großzügige Gaben an die heutigen Rentner. Mütterrente, abschlagsfreie Rente mit 63, Erwerbsminderungsrente, zuletzt die Grundrente. Eine Folge, das Loch in der Rentenkasse muss mit Steuergeldern gestopft werden. Letztes Jahr mit 106 Milliarden Euro, beinahe ein Drittel des Bundeshaushaltes. Und es wird von Jahr zu Jahr mehr. Also eine ständig steigende Steuerfinanzierung der Rente ist kein Weg. Denn am Ende müssen ja dieselben stark steigenden Mittel aufgebracht werden über eine Steuer von etwas anderen Leuten mit etwas anderen Verteilungswirkungen. Aber trotzdem würden die Steuern, Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, dann so hoch, dass der Druck eben dahin verlagert wird. In Kassel treffe ich inzwischen ein junges Start-up, der Zukunftstag. Regelmäßig halten sie an Schulen Vorträge, dieses Mal digital wegen der Pandemie. Ihr Ziel, Schülerinnen und Schüler über Rente und Altersarmut informieren. Etwas, das offizielle Stellen aus ihrer Erfahrung nicht tun. Also man würde sich wünschen, dass es die Politik macht, aber wir waren selber damals Schüler und haben das Schulsystem erlebt und es kam halt einfach nicht an. Und darum, wir sehen die Probleme, was die Altersarmut angeht und wir können einfach nicht länger darauf warten. Weil das System so nicht weiter funktionieren wird und weil wir riesige gesellschaftliche und soziale Probleme haben und wir wollen was dagegen tun. Unsere Gesellschaft kann es, glaube ich, nicht aushalten, dass die Hälfte der Rentner später unter der Armutsschwelle leben werden. Gegründet haben sie das Start-up vor 2 Jahren nach dem Abitur. Heute sprechen sie an der Wilhelm-Leuschner-Schule in Niestetal. Sie erklären den Schülern zu Hause das Rentensystem. Ich weiß, ihr seid alle in der 9. und in der 10. Klasse. Die Rente ist ganz weit weg und das Thema Altersarmut vielleicht auch. Wer von euch weiß denn, wie das Rentensystem funktioniert? Vielleicht, dass wenn man arbeitet, dass ein Teil davon einfach zur Rentenversicherung geht, damit man später eine höhere Rente hat. Ja, danke. Lorenzo erläutert, dass das eingezahlte Geld direkt an die Rentner fließe. Die Beitragszahler würden lediglich Rentenansprüche erwerben. Arme im Alter sind schon jetzt zu viele Rentner. Es gibt 1,2 Millionen Rentner, die von Armut betroffen sind. Das heißt, es ist ein riesiges Problem. Und
Die armutsgefährdende Schwelle liegt bei 917 Euro. Das heißt, man sagt, dass man, wenn man weniger als 917 Euro verdient, dass man dann als arm gilt. Umso wichtiger wäre es für Sie, vorzusorgen. Doch in Zukunft bleibt Ihnen immer weniger. Das stimmt. In Deutschland sind bereits etwa 16% der Rentnerinnen und Rentner von Armut bedroht. Corona hat auch ihre Not verschlimmert. In der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission spüren Sie dies. Gerhard Hübsch, den ich hier treffe, ist altersarm. Für ein paar Monate war der 71-Jährige sogar obdachlos. Arm am Ende, das tut weh. Wir verabreden uns für den nächsten Tag. Hier im Berliner Süden lebt Gerhard in einer Übergangswohnung, welche die Stadt bezahlt. Der Betreiber möchte nicht, dass wir innen drehen. Gerhard zeigt mir Fotos. Das ist ja nicht schön, so gestrandet zu sein. Nee, oder? Ist gar nicht schön. Also für mich ist es gar nicht, ich bin das gar nicht gewohnt, sowas. Das Zimmer eines freien Hilfsvereins kostet 500 Euro. Küche und Dusche müssen sich die Bewohner teilen. Ich war ja beim Amt gewesen, das Amt hat mich reingewiesen hier, ja, weil ich eine Grundsicherung bekomme, erhalte zu meiner Rente, weil ich nur wenig Rente habe. Gerhards Rente, 425 Euro plus Grundsicherung, also Sozialleistungen vom Amt wie die Miete. Zwar arbeitete er fest bei der Bahn, aber er war auch lange selbstständig als Maler, legte nichts zurück. Die jungen Jahren denken halt anders, ne? Das ist das Problem. Wie fühlt sich das an für dich? Beschissen. Einfach beschissen. Seine eigene Wohnung wurde ihm gekündigt. Er hat einen Schufa-Eintrag, findet in Berlin daher nichts. Geholfen hat ihm in der Zeit der Obdachlosigkeit die Stadtmission. Nun hilft Gerhard Obdachlosen, verteilt Essenspakete aus Dankbarkeit. Hallo Gerhard. Hallo Jesch. Hi. Hi. Geduld. Ich habe Gerhard von den Abiturienten erzählt und ihrer Sorge um die Rente. Und er hat sie eingeladen, will ihnen erklären, wie hart Altersarmut ist. Mit dabei Yannick, ein weiterer Ehrenamtlicher. Hi! Hi! So, hi. Hi, der Gerhard. Hi, cool! Die fünf verstehen sich. Ich habe den Eindruck, Obdachlose werden nicht behandelt wie Abfall oder was für Sicker. Zweiter Klasse. Oder wie wahnsinnig oder so. Ja, ja, ja. Yannick und Gerhard führen die drei jungen Männer zu einem illegalen Camp. Okay. Ist er da? Essen gibt's. Wo haben Sie? Hi, grüß dich. Gerhard hat so nie gelebt. Aber viel fehlte nicht bis zum endgültigen Abstieg. Richard, Julian und Finn wollen wiederkommen, helfen, Essenspakete zu verteilen. Sehr gerne. Die Altersarmut wird wohl weiter steigen. So könnte 2036 jeder fünfte Neurentner als arm gelten. Bei alleinstehenden Neurentnerinnen wird es wohl jede dritte sein. Zurück in der Kirche der Stadtmission. Gerhard stellt uns Helga Hachwitz vor. Helga hat 36 Jahre gearbeitet als Zahnarzthelferin. Ihre Rente am Ende 945 Euro. Damit liegt sie knapp über der Grenze zur Altersarmut. Sie erhält zusätzlich 140 Euro Wohngeld. Helga will mir zeigen, was sie tut, um ihre Rente aufzubessern. Wegen Rückenproblemen kann sie kaum noch laufen. Aber der hier, das ist ihr Freund, oder? Ja, das ist mein Mercedes. Die 79-Jährige ist alleinstehend. Ihre Familie kann sie nicht unterstützen. In den Fluren einiger Häuser sammelt sie Zeitungen. Papier sammle ich, um ein bisschen Taschengeld zu haben. Um mir mal was Extras zu gönnen. Das ist? Ja, mal im Sommer einen Eisbecher oder mal essen gehen, wenn es genug ist. Oder mal ein Stück Kuchen. Ja, so in der Richtung. Und wie viel kriegt man für so ein Kilo Papier? Zurzeit kriegt man 5 Cent fürs Kilo. Das war schon mal mehr, aber ab voriges Jahr, naja, knapp 80 Euro im ganzen Jahr gehabt. 80 Euro im Jahr für den Luxus eines Eisbechers oder Kuchen. Aber klagen würde Helga nie.
Die Altersarmut bei Frauen wird in den nächsten Jahren massiv ansteigen. Doch was sind die Ursachen? In Berlin treffe ich Manuela Barisic. Sie ist Arbeitsökonomin und hat genau untersucht, welches Armutsrisiko Kinder für Frauen bedeuten. So führt im Vergleich zur kinderlosen Frau ein Kind bei Müttern zu durchschnittlichen Einbußen in den Lebenserwerbseinkommen bis zu 40%. Haben Mütter dagegen 3 und mehr Kinder, können diese Einkommenseinbußen bis zu 70% ausmachen. Je weniger ich arbeite, je weniger ich verdiene, desto weniger kann ich in die Rente einzahlen. Und so verwundert es auch nicht, dass diese Einkommenslücke natürlich auch ein Vorbote ist für die Rentenlücke. Die Corona-Pandemie habe die Lage von Müttern zudem weiter verschärft. Ich will herausfinden, warum Frauen zu selten an ihre Rente denken und fahre nach Bayern. Die meisten wollen nicht über ihre drohende Altersarmut reden. In Freising habe ich mich mit einer Frau verabredet, die sich nicht versteckt. Claudia Höger möchte andere aufrütteln. Hallo. Sehr schön, natürlich reinschützen, schön. Sie ist geschieden, lebt mit ihren beiden Kindern allein. Als Elena und Jonas auf die Welt kommen, bleibt sie zu Hause, obwohl sie Landwirtschaft studiert hat. Also ich habe immer gedacht, ich bin keine Klucke, so, aber wenn es nicht ganz rund läuft beim Kind, und das war halt damals so, dass es nicht ganz rund läuft, dann wird man zur Klucke so ein bisschen. Später arbeitet sie in Minijobs, verdient ein wenig dazu. In ihre Rentenversicherung fließt kaum etwas. Die Mutter glaubt an den Familienzusammenhalt. Ja, Wahnsinn, super, echt cool. Vor 5 Jahren dann die Scheidung. Nach der Trennung erkennt Claudia Höger, maximal 600 Euro wird ihre Rente betragen. Also die Zahl zu sehen, das ist ein ziemliches, also für mich war es nicht Wut, sondern einfach nur Panik. Einfach wirklich, so geht's nicht. Claudia, du musst dich bewegen, mach was. Weil sie Jahre der Familie schenkte und ihre Ehe scheiterte, wäre sie im Alter arm gewesen. Ist das nicht auch etwas entwertend dann? Fühlt man sich dann in dem Moment nicht auch ein bisschen entwertet für all das, was sie geleistet haben? Doch sie ist eine Kämpferin. In München, so hört sie damals, soll es eine Finanzberatung speziell für Frauen geben. Dorthin nimmt sie mich mit. Helma Sick gründete die Finanzberatung vor über 30 Jahren. Rente, Altersarmut, ein Dauerthema in all der Zeit. Die heute 80-Jährige hält immer noch Vorträge. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich mitbekomme, dass Frauen im Alter arm sind. Unser Rentensystem ist darauf aufgebaut, dass jemand möglichst lange, möglichst viel einzahlt. Und wenn Frauen, was tatsächlich so ist, zwar fast alle wieder arbeiten, aber zu 70% in Teilzeit, ohne sich darum zu kümmern, wie viel Rente sie mal kriegen. Es ist auch eine Tatsache, dass ganz viele Frauen die Renteninformation nicht lesen. Ja, sie wüssten es, wenn sie hinschauen würden. Und dann müsste ihnen Angst und Bange werden. Claudia Höger legt nun für die Rente zurück das, was sie kann. Privat fotografiert sie gerne, Perspektiven wechseln, sagt sie, und raustreten aus der Frauenarmutsfalle. Also jetzt nicht immer nur denselben Weg einschlagen, sondern einmal rechts und links gucken. Was kann man machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Sich einfach bewegen. Früher sorgte ein Mechanismus für eine Balance zwischen Rentnern und Beitragszahlern. Sanken die Löhne wegen einer Krise, sanken auch die Renten. Die Große Koalition schaffte dies vorerst ab, was zusätzliche Milliarden kosten könnte, welche durch Beiträge oder Steuergelder bezahlt werden müssten. Alle Experten sagen, dass wir zudem länger arbeiten müssen, es eine Frührente wie heute bald nicht mehr geben wird. Nur wie sollen wir in körperlich beschwerlichen Berufen im Alter arbeiten? In Ulm finde ich ein Unternehmen, welches zeigt, wie dies gehen könnte. Utz in Utz.
Reinhard Roos ist froh, hier bis zur Rente arbeiten zu können. Mit 57 Jahren wurde der gelernte Schlosser gekündigt. Seine frühere Firma war insolvent. Die neue Stelle bekam er wegen seiner langjährigen Erfahrung. Mein jüngerer Kollege, der war einfach zu dem Zeitpunkt familiär noch nicht in der Lage, diese Teamleitung zu übernehmen. Und dann wurde mir das angetragen und ich hatte da, also das war für mich eine Ehre, sage ich mal. Ich war da sehr stolz. Hochmotiviert arbeiten die beiden, jung und alt, im Team zusammen. Ein erfahrener Mitarbeiter oder ein älterer Mitarbeiter hat natürlich so größere Reparaturen wie jetzt zum Beispiel hier, sagen wir mal, vielleicht schon einmal jährlich durchgeführt. Utz in Utz produziert Baustoffe. Die älteren Mitarbeiter braucht das Unternehmen dringend. Denn bis 2030 werden Millionen Fachkräfte in die Rente gehen. 2 Millionen Facharbeiter werden dann fehlen. Im Unternehmen spüren sie dies bereits. Es macht uns Sorgen, wie wir in Zukunft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser Unternehmen gewinnen können. Zum einen investieren wir stark in die eigene Ausbildung und in die Fort- und Weiterbildung. Aber wir wollen natürlich auch unsere älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ans Unternehmen binden, sie befähigen, dass sie auch im hohen Alter noch ihre Arbeitsleistung erfüllen können, dass dort jung und alt, aber auch Frau und Mann für uns Einsatz tätigen kann. Soweit es geht, digitalisieren und erleichtern sie Arbeit. Der Lastwagen fährt selbstständig, auch die Produktion. Mitarbeiter bekommen Arbeitshilfen. Ein seltenes Positivbeispiel. Dabei wird es für die Sicherung der Rente entscheidend sein, dass Mitarbeiter wie Reinhard Russ länger im Beruf bleiben können, ohne ihre Gesundheit zu schädigen. Wir versuchen dann natürlich mit solchen Hilfsmitteln, uns die Arbeit zu erleichtern, Gewichte wegzunehmen, wo man früher, sage ich mal, mit der Hand dran gegangen ist. Das Umlagesystem Rente gerät an seine Grenzen. Deutschland ist für die Überalterung der Gesellschaft nicht gut aufgestellt. Das für die Rente zuständige Bundesministerium schickt mir schriftliche Antworten. Ich hatte Fragen gestellt. Man erklärt, dass die Beiträge steigen würden und die Rentenanpassung gedämpft würde. Das Eintrittsalter solle nicht angehoben werden. Die Altersarmut werde tendenziell steigen. Zu den jungen Beitragszahlern heißt es: Wer heute mit 20 in das Erwerbsleben einsteigt, wird in den 60er Jahren unseres Jahrhunderts in Rente gehen. Die Höhe seiner Rente wird durch das bestimmt sein, was dann erwirtschaftet werden wird. Mit anderen Worten, das Problem der Jungen wird in die unsichere Zukunft verschoben. Das müsste nicht so sein, wie das Beispiel Schweden zeigt. Schweden baute sein Rentensystem wegen des demografischen Wandels um, schon vor 35 Jahren. Das Ziel: jüngere Beitragszahler entlasten, die Rente absichern. An der Universität von Stockholm begleitete Professor Eski Vandensjö diesen Prozess. Wir hatten ein Überalterungsproblem und die Leute, was ja schön ist, lebten immer länger. Daher haben wir in den späten 80er Jahren das System radikal reformiert. So gibt es einen Rententeil, wie bei euch, aber auch einen kapitalgedeckten Teil. Wenn du in Rente gehst, bekommst du nun einen Teil vom Wohlfahrtsstaat und einen von deinem angesparten Abgabesystem. Und es läuft sehr gut. Auch für die Leute, die nicht so viel gearbeitet haben. Alle bekommen eine Art Grundrente. Wie in Deutschland setzt sich das Rentensystem in Schweden aus 3 Säulen zusammen. Die Rente als Umlageverfahren, Betriebsrenten und private Vorsorge. Der entscheidende Unterschied, die sogenannte Prämienrente. 2,5% der Gehälter werden automatisch eingezogen und an Kapitalmärkten angelegt. Jeder Beitragszahler kann die Anlage selbst aussuchen. Schweden federte die Überalterung ab, baute Kapital im Rentensystem auf und entlastete so die Jüngeren. Zudem arbeiten viele Rentner weiter. Ich besuche Inga Danielsson. Sie hat 1.100 Euro Rente und sie managt die Rezeption eines deutschen Baumarktes. Ein paar Stunden in der Woche, weil es ihr Spaß macht.
Also ich habe mich bei einer Vermittlungsagentur für Rentner angemeldet. Und da hatten die diesen Job. Ich hätte nicht jeden angenommen. Das war aber einfach nett hier und die Kollegen sind super. Ich kriege noch weiterhin Jobangebote, aber hier gefällt es mir sehr gut. Und ich werde bleiben, so lange wie ich darf. Das zusätzliche Gehalt wird nicht auf ihre Rente angerechnet, wie etwa in Deutschland, wo nur Minijobs steuerfrei sind. Für die Arbeitgeber sind die Pensionäre ein Gewinn. Jüngere Kandidaten fehlen oft und die Rentner kosten weniger Steuern. Mit Ihrer Erfahrung, jetzt zum Beispiel auch die Kinder sind aus dem Haus. Sie kann sich auch, da hat man den Stress nicht mit kleinen Kindern. Und es ist natürlich auch finanziell. Der Arbeitgeberbeitrag ist dann auch niedriger. Nicht allen Rentnern in Schweden geht es blendend. Bei Frauen und Migranten will das Land noch nachsteuern. Aber das Rentensystem muss nicht mit Steuergeldern gestützt werden. Altersarmut gibt es kaum. Der demografische Wandel wurde aufgefangen. Reformen und Einschnitte, die Deutschland noch vor sich hat, damit der Staat sein Versorgungsversprechen einhalten kann und wir am Ende nicht arm sind.